Champions League Achtelfinale, die Rückspiele stehen an mit den Partien Paris gegen Real Madrid, Liverpool gegen Porto, Juve zu Gast bei Tottenham und Manchester City gegen den FC Basel. Ihr seht die Timelinks, dann könnt ihr direkt zu eurem Lieblingsspiel, Lieblingsteam springen, was auch immer. Ansonsten jetzt viel Spaß und nächste Woche dann ja noch Teil 4 mit Bayern unter anderem. Natürlich hätte es für Paris Saint-Germain deutlich besser aussehen können vor diesem Rückspiel. Allerdings ein 3:1 durch beispielsweise ein 2:0 wieder zu revidieren. Allerdings ein schwerer Schlag traf die Franzosen, als die Nachricht feststand. Neymar fällt aus, dafür Di Maria über die linke Seite. Im 4-3-3 sollte es gegen Real Madrid nichtsdestotrotz klappen. Meunier auch dabei auf der rechten Verteidigerposition, weil Serge Aurier gesperrt ist. Bei Real Madrid ist Carvajal unter anderem zurück nach Gelbsperre. Wieder von Beginn an dabei, vorne in der Spitze Benzema und Cristiano Ronaldo über die linke Seite auch mit an Bord bei den Spaniern. Allerdings brauchte diese Partie lange, um in Fahrt zu kommen, aber dann war es der Gast aus Madrid, der den ersten Akzent setzte. Carvajal ja wieder zurück und es stand 0:1. Und natürlich Cristiano Ronaldo, die erste Aktion in dieser Partie, die brauchbar war. Und das 12. Tor in dieser Champions League Saison markiert vom Portugiesen höchst selbst natürlich Cristiano Ronaldo. Einer, der in solchen Situationen, in solchen Partien den Ausschlag geben kann. Setzt sich da im Kopfballduell durch, geht ein bisschen zu einfach gegen Meunier, der ja den gesperrten Aurier vertritt. Und naja, Trapp im Tor sieht auch nicht sonderlich glücklich aus. Jetzt war klar, Paris braucht 3 Tore und das ist natürlich nicht ohne weiteres aufzuholen, aber es gab nach 36 Spielminuten dann Strafstoß. Sergio Ramos stellt sich gar nicht gut an im eigenen 16er. Meunier holt den Strafstoß raus, sehen wir jetzt nochmal in der Wiederholung. Ganz klare Sache, der Ball ist lange weg und Cavani nahm sich der Sache an und konnte ihn verwandeln. Cavani oben links, sein 7. Tor in dieser Champions League Saison, ganz, ganz sichere Sache. Viel platzierter kann man den nicht schießen. Und Navas natürlich ohne Chance, der entscheidet sich gar nicht für eine Ecke. Da kann er nie im Leben rankommen, selbst wenn er sich für diese Ecke entschieden hätte. Chancenlos wäre er gewesen. Aber vor der Pause nochmal Real Madrid. Das 2:1 wäre natürlich die Entscheidung gewesen. Toni Kroos testet Kevin Trapp. Deutscher Nationalspieler gegen deutscher Nationaltorhüter. Bei Kroos ist man sich sicher, dass er zur WM mitfährt. Bei Trapp steht da noch ein großes Fragezeichen hinter. Aber in der zweiten Halbzeit, Paris brauchte ja nur 2 Tore, ging es dann wieder besser für die Heimmannschaft. Das ist Cavani, der testet Navas. Schöner Abschluss allerdings. Stürmt hier lediglich die Härte. Die Präzision war hier deutlich zu wenig gegeben, sodass Navas den Ball zur Ecke klären konnte. Aber wie gesagt, Paris in der zweiten Halbzeit auffälliger und besser. Mbappé ist das, der da von Marcelo nicht groß angegangen wird. Und Pastore letztendlich mit dem Abschluss. Aber Navas wieder zur Stelle. Rechtzeitig unten. Verhindert das 2:1, denn mit dem wäre es ja nochmal richtig spannend geworden. Dann fehlt ja nur noch ein Treffer. Allerdings weiterhin 1:1, doch weiterhin nur der Gastgeber am Spielen. Real Madrid zog sich viel zurück. Sie sehen das hier mit 8 Mann, 9 Mann, teilweise am eigenen Strafraum. Aber es fehlte im Abschluss bei den Parisern die Präzision. Mbappé allerdings auch hier, ja, fehlte wieder einiges. 5 Minuten dann noch zu gehen. So langsam musste das 2:1 her. Die Pariser ja haben gegen den FC Barcelona mal etwas erlebt in der vergangenen Saison. Allerdings konnten sie das hier selber nicht wiederholen. Kurz hintereinander aufeinander folgende Tore in der Schlussphase. Rabiot, der das 1:0 im Hinspiel erzielt hatte, trifft nur den Außenpfosten. Und das war's dann letztendlich. Paris und Real Madrid trennen sich im Rückspiel 1:1.
Es wäre deutlich mehr drin gewesen in dieser Partie für Paris, allerdings hatten sie Pech im Abschluss und so scheiden sie aus. Die Ausgangslage vor dieser Partie war natürlich klar und nichtsdestotrotz, Jürgen Klopp mahnte nach dem 5:0 im Hinspiel, das nicht zu locker anzugehen. Die Aufstellung sah auch dementsprechend aus, keine Frage, Liverpool wollte sich hier ins Viertelfinale natürlich mit 2 Siegen bestenfalls gegen den FC Porto durchsetzen. Doch so ein bisschen schwang da dieses Professionelle. Natürlich müssen wir da zu 100% rangehen, aber man ist natürlich mit 5:0 im Hinterkopf schon sowas von sicher weiter. Aber der FC Porto wollte sich natürlich auch nicht ehrenlos aus der Champions League verabschieden in dieser Saison. Casillas ja gegebenenfalls sein letztes Spiel in der Champions League, was der für eine Historie hat, ist ja hinlänglich bekannt. Der FC Liverpool begann zumindest etwas, ja, auf Sparflamme, kam trotzdem zu einer Möglichkeit. Milner nach 18 Spielminuten testet eben Iker Casillas, der aus kurzer Distanz diesen Strammschuss aber zur Seite abwehren kann, weil er zu unplatziert geschossen war. Aber auch der FC Porto spielte durchaus mit nach vorne. Der FC Liverpool riss sich hier kein Bein aus und der FC Porto konnte einfach nicht mehr. So kam sie nach 39 Minuten durch Sergio zur ersten guten Möglichkeit. Das hätte das 0:1 durchaus sein können. Karius muss nicht eingreifen, aber so vor der Pause nochmal die Möglichkeit. Das ist Herrera und letztendlich Yassin Brahimi mit dem 1:0 für die Gäste. 47. Spielminute. So hatte sich das wahrscheinlich der FC Porto auch vorgestellt. Nochmal mit Ehre im Anfield antreten. Und das konnten sie hier definitiv auch auf den Platz bringen. Karius gegen diesen platzierten Schuss ohne Chance. Und so stand es zur Pause 0:1. Klopp hatte gemahnt und wurde durchaus bestätigt. Die zweite Halbzeit, noch weniger Highlights schon als im ersten Durchgang. Das ist hier mal Varys, der das nicht sonderlich clever macht, selber abschließen könnte. Und nichtsdestotrotz letztendlich entsteht eine Möglichkeit. Aber da wäre mehr drin gewesen. Das 0:2 hätte diese Partie natürlich nicht viel spannender gemacht, aber zumindest vielleicht einen Schritt. Und so musste man sich hier die Highlights mit der Lupe suchen. Das ist hier ein schöner Klärungsversuch, eine schöne Rettungsaktion per Seit- oder Rückfallzieher. Die Torchancen waren rar gesät. 88. Minute nochmal. Es ging einfach gar nichts nach vorne. Liverpool konnte und wollte nicht mehr. FC Porto, ja, sie verabschieden sich mit diesem 1:0 mit erhobenem Haupt aus der Champions League und der FC Liverpool zieht ins Viertelfinale ein. Im Wembley Stadium war Juventus Turin zu Gast und nach dem 2:2 im Hinspiel war Tottenham hier leicht favorisiert in die nächste Runde einzuziehen. Nichtsdestotrotz, Juventus Turin, auf die muss man natürlich immer ein Auge werfen, beziehungsweise am besten gleich alle beide. Tottenham im 4-2-3-1 mit Harry Kane in der Spitze, nichts Ungewöhnliches. Son auf der Bank als Joker natürlich gerne gesehen. Juventus Turin, auch da ließ sich keine sonderliche Überraschung ausmachen. Im 4-3-3 mit Alexandro, Mario Mandzukic und Douglas Costa über die rechte Seite sollte es dann klappen. Ein 1:0-Sieg würde ja schon reichen, um in die nächste Runde einzuziehen und sie legten hier durchaus ansehnlich los, setzen gleich mal Tottenham unter Druck. Matuidi, Mandzukic auf den mitgelaufenen Alexandro, der kann sich da gut durchsetzen, wird nicht richtig angegriffen und produziert nach 4 Minuten die erste gute Möglichkeit für die Gäste. Loris muss nicht eingreifen, wäre im kurzen Eck auch zur Stelle gewesen, aber das war schon durchaus ein respektabler Anfang, den Turin hier aufs Feld brachte und sie kam so auch zur nächsten Möglichkeit. Alexandro, das ist Mandzukic, der bekommt den Ball gleich wieder. Mandzukic testet Hugo Lloris, diesmal muss er eingreifen. Der französische Hintermann
macht das allerdings auch. Die Anfangsphase war gut, weil auch Tottenham dann zur ersten Möglichkeit kam. Harry Kane und Dele Alli letztendlich muss hier nach 13 Minuten das 1-0 machen. Buffon reagiert natürlich gut, aber der Ball war zu unplatziert. Wenn der unten rechts, unten links reingeht, dann hat da ein Gianluigi Buffon keine Chance. Aber 25 Minuten dann gespielt, dann kam Tottenham zum Kontern, weil Juve weit aufgerückt war. Sie waren unter Druck, den Treffer zu machen, und Tottenham nutzte das per Gegenangriff aus. Harry Kane mit dem 1-0 für Tottenham. Und jetzt brauchte Juve zwei Treffer, um ins Viertelfinale zu kommen. Keine Chance für Buffon, der da alleine gelassen wurde. Chiellini kommt nicht hinterher. Und Harry Kane bringt den Ball mit seiner Klasse natürlich im Netz unter. Vor der Pause aber die Chance zum 1-1. Aber Alexandro verschlammt die doch relativ leichtfertig. Wäre vermutlich auch sonst in den Abendhimmel des Wembley Stadiums geflogen. Zweiter Durchgang, Juve wieder besser. Zwei Treffer mussten sie jetzt innerhalb von 45 Minuten aufholen. Da ist so ein Ball normalerweise wichtig, ihn reinzumachen. Aber auch Tottenham zog sich nicht komplett aus der Angriffsmaschinerie zurück. Buffon wird getestet, 63 Minuten von den mittlerweile hereingekommenen Heung-min Son per Linksschuss. Parierte aber den Ball. Doch Tottenham erhöhte jetzt den Druck. Das 2-0 wäre natürlich letztendlich zumindest die ganz, ganz sichere Verlängerung, denn jetzt braucht Juve erstmal zwei Treffer, um die Nachspielzeit, um die Verlängerung zu erreichen. Dele Alli im ersten Durchgang scheiterte er noch. Jetzt ist er zur Stelle. 2-0 für Tottenham Hotspur. Gleichbedeutend mit einem Riesenschritt für die Spurs in Richtung Viertelfinale. Hövedes fälscht noch ganz unglücklich ab. Zur Halbzeit hatte Turin auf Dreierkette umgestellt. Dementsprechend Hövedes im zweiten Durchgang dabei. Und dann prallt der Ball von seinem Knie in den Kasten. Jetzt waren wir schon kurz vor dem Ende. Juve kam nicht mehr wirklich. Die Baller mit der Vorlage, aber Wanyama ist dazwischen. Dyer klärt den Ball. Aber nur wenig später. Die nächste Möglichkeit, die Schlussoffensive von Juve, kam jetzt zu spät. Sie scheiden im Endeffekt nicht unverdient aus. Tottenham gewinnt 2-0 gegen Juve, zieht damit ins Viertelfinale ein. Für die alte Dame ist das natürlich bitter. Ebenso wie der FC Liverpool konnte Manchester City im Hinspiel eine herausragende Leistung abliefern, die perfekte Position für so ein Rückspiel herausspielen. 4-0 gewannen sie gegen den FC Basel und dementsprechend auch hier die Spannung doch eher so mittelmäßig. Nichtsdestotrotz auch ein Pep Guardiola hat den Anspruch, ebenso wie Jürgen Klopp, gut zu spielen, souverän zu spielen. Liverpool verlor 1-2 gegen Porto. Und der FC Basel möchte sich hier natürlich auch nochmal einigermaßen anständig verabschieden. Nach einer 0-4 Heimpleite hat man dann wieder etwas gut zu machen. Im 3-4-3 sollte das Ganze dann vonstatten gehen. Man verlor im Pokal, im Schweizer Nationalpokal gegen Bern mit 2-0. Und so kam sie hier auch eher negativ in diese Partie rein. Manchester City natürlich nochmal ein anderes Kaliber. Die zogen hier gleich von Anfang an gut mit. Kun Agüero auf Gündogan. 1-0, 12. Spielminute. Falls noch irgendwer Zweifel hatte, die waren jetzt spätestens beseitigt. Aber sind wir mal ehrlich, die hatte sicherlich nur der kühnste FC Basel-Fan, wenn überhaupt. Und so war es jetzt schon nach 12 Minuten ganz klar, den Manchester City Football Club würde niemand mehr aufhalten. Aber man muss auch sagen, Ilkay Gündogan, wunderschöner Treffer, haut den Ball links oben rein. Keine Chance für den Keeper. Aber sonst war die erste Halbzeit nicht mehr so spannend. Im zweiten Durchgang dann nochmal die Möglichkeit auf 2-0 zu erhöhen.
Erst der Pfostentreffer und dann Seredier, Ex-Stuttgarter, der den Ball von der Linie kratzt. Eine Viertelstunde vor dem Ende kam dann auch mal der FC Basel nach vorne. Spannend war diese Partie nun wirklich nicht. Aber Manchester City verausgabte sich auch keinesfalls. So kam sie über Leroy Sané nochmal nach vorne. 2-0, 83. Spielminute. Sie machten wirklich nur das, was gerade so nötig war. Und nichtsdestotrotz kam der FC Basel nicht in die Partie. 2-0, Leroy Sané mit seinem ersten Champions-League-Tor in dieser Saison. Hat er viel zu viele Freiräume. Man muss dem FC Basel lassen. Sie versuchten es, sie probierten es, auch nach vorne zu spielen. Es gelang einfach nicht gegen die Qualität in der Hintermannschaft von Manchester City. Aber sie kam kurz vor dem Ende nochmal. Eine Unachtsamkeit und dann Albion Ajeti verabschiedet den FC Basel mit einem wunderbaren Tor aus der Champions League. Das kann sich nochmal sehen lassen. Jetzt haben sie im Achtelfinale also auch ihren Treffer. Keine Chance, den zu parieren. Toller Treffer von Albion Ajeti. Erstes Champions League-Tor in dieser Saison. Ebenfalls wie Leroy Sané. Am Ende war es das dann. Hin- und Rückspiel 6:1 für Manchester City. Ohne Probleme ziehen sie ein in die nächste Runde. Yo, hier seht ihr nochmal alle Ergebnisse und Tipps meinerseits in der Übersicht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine Bewertung und ein Abo freuen. Ansonsten viel Spaß bei der Champions League. Wir sehen uns am Donnerstag um 14 Uhr mit der Bundesliga-Konferenz. Bis dann und ciao. I walked into the room. Imagine my surprise. You were sitting close to him, staring in each other's eyes.